Herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Heute soll es mal um 5 Dinge, die man in COC kennen sollte, gehen. Und dabei ist der gute Thomas von PlayerGaddon. Hallöchen. Gut, und willst du einfach mal anfangen mit dem ersten Fakt? Ja, ich würde anfangen. Also der erste Fakt, den wir uns rausgesucht haben, also ich glaube, das wissen schon einige, aber dass die Kanonen immer vom Rathaus wegzeigen, das sieht man hier auch schon beim Beispiel, das zeige ich mal kurz, kannst du ja auch zeigen. Ja, ich mach das gleich. Dass alle Kanonen vom Rathaus wegzeigen, wir nehmen jetzt einfach mal das Rathaus, schieben es rechts rüber. Vor eine Kanone, da steht ein Weihnachtsbaum. So, hier rüber. Dann achten wir jetzt mal drauf, das Rathaus ist noch nicht hingestellt. Jetzt achten wir auf die Kanone, die da steht. Blub, weg. Also das ist der erste Fact, den man eigentlich wissen sollte. Ja, also viele kennen es wahrscheinlich schon, aber es ist vielleicht ganz interessant. Ja, ein bisschen witzig. Ja, als zweites ist vielleicht noch ganz interessant, wie sich die Juwelen zusammensetzen, die bei Hindernissen auftauchen. Man bekommt ja immer, wenn man hier irgendwelche Hindernisse hat, ich habe jetzt leider keine, aber... Ja, ich auch nicht. man denkt ja immer, die setzen sich zufällig zusammen, wie man dann halt die Juwelen bekommt, aber es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge, wie sich Juwelen zusammensetzt, je nachdem, wie man die Hindernisse dann abbaut. Und zwar ist die Reihenfolge wie folgt. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich kann sie einfach mal vorlesen. Und zwar, beim ersten gibt es 6, 0, 4, 5, 1, 3, 2, 0, 0, 5, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 5, 0, 1, 0 Juwelen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So dass es eigentlich nach einem ganz bestimmten Prinzip Juwelen gibt. Ja, bedeutet übrigens auch, dass man im Durchschnitt ja 2 Juwelen bekommt. Joa, ist das ja vielleicht eigentlich in Ordnung. Ja, aber es damals hat man ja gar keine Juwelen bekommen. Ja, also von daher ist das schon... Update dazu. Ja, ist eigentlich schon eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Mhm. So, dann kommen wir schon zum dritten Fact, oder willst du noch was zu den Juwelen sagen? Nö, ich bin durch. Also wir haben uns damit beschäftigt, also mit den Helden, also der Barbarenkönig hat die gleiche KI wie die Barbaren und die Bogenschützenkönigin die gleiche KI wie die Bogenschützen. Klingt logisch, sollte man aber wissen, also KI für alle, die es nicht wissen, sind die Laufwege der Helden. Also halt, ja, der Barbarenkönig läuft halt so behindert wie die Barbaren meistens. Und die Bogenschützen sind da schon ein bisschen schlauer und laufen schon in die richtige Richtung. Aber manchmal sind die Helden einfach nur zu dumm und spielen immer Mauerbrecher. Vielleicht wollen die auch Mauerbrecher sein, das weiß man nicht. Man weiß es nicht, ne? Also vielleicht. Ja. Aber gut, das machen ja die Barbaren genauso. Ja, klar. Also von daher, was soll's. Was soll's, Jolo. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall nochmal zum vierten Fact. Was ein Tick komplizierter ist. Und zwar geht's um das Beutesystem. Was man sicherlich auf jeden Fall auf Lager haben sollte. Also erstmal vorweg ist zu sagen, je nachdem, welches Rathauslevel man angreift, kriegt man nur einen gewissen Prozentsatz der eigentlich verfügbaren Beute. Wenn man halt das gleiche Rathaus, was man selber besitzt, oder höhere Rathäuser angreift, also für mich jetzt 8, 9 und 10, kriegt man halt 100% der verfügbaren Beute. Oh, mein Handy spinnt. Auf jeden Fall staffelt sich das dann runter, wenn man die Differenz um 1 hat. Also wenn ich jetzt ein Rathaus 7er angreife, sind es nur noch 90%. Ein Rathaus 6er nur noch 50%. Ein Rathaus 5er nur noch 25%. Und alles, was da drunter ist, sind dann nur noch 5%. Was sich dann halt so ein bisschen abstaffelt. Weiterhin ist zu sagen, dass sich auch das, was man stehlen kann, in den Lagern unterscheidet, je nachdem, auf welchem Rathauslevel man ist. So ist es so, dass man von Rathauslevel 1 bis 5 20% aus den Lagern stehlen kann, allerdings auch nur maximal 200.000. Und bei Rathaus 10 ist es wiederum so, dass man nur noch 10% der Beute aus den Lagern klauen kann. Würde theoretisch bei 8 Millionen, hat man ja zum Beispiel Rathaus 10, kann man 8 Millionen speichern, 800.000 bedeuten, was aber allerdings wieder eine Grenze gesetzt wird, indem man maximal 400.000 bekommen hat, kann. Also es regelt sich alles nach einem gewissen Prozentsatz, aber es gibt immer eine Maximalgrenze. Bei
Ja, dann ist es halt noch bei Sammlern so, dass man da bis zu 50% bei den Minen und Sammlern bekommen kann und bei den Bohrern schon 75%, was natürlich doch schon eine ziemlich hohe Quote ist, muss ich sagen. Also, finde ich ziemlich erstaunlich. Ja, also es ist natürlich ein sehr kompliziertes System. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, eigentlich müsste alles drin sein. Oh, ich habe doch jetzt einen Busch in der Ecke entdeckt. Ah. Hau ich direkt mal ab. Und das sind 5 Juwelen. 5 Juwelen? Oh, guck mal, das gibt's nur einmal. Ah, nee, das gibt's dreimal in der Reihe. Okay. Also kriegst du als nächstes entweder 1 oder 0. Oh. Also ich glaube, da bin ich eher für die erste Möglichkeit. Ja. So, also der 5. Fact ist ein relativ kleiner Fact, aber das wusste ich persönlich auch nicht, dass wenn man eine Verbesserung im Labor macht und das Labor dann upgradet, dass die Verbesserung trotzdem weiterläuft. Genau, das ist halt echt ziemlich interessant. Das werde ich nämlich jetzt auch bald machen. Ich muss jetzt ja hier noch meinen Schweinereiter auf 4 machen. Und dann bin ich ja auf Rathaus 9 und werde mein Labor aber gleichzeitig verbessern. Ja. Und ja, da gab's, das war nämlich früher ja anders. Deswegen ist das, glaube ich, nochmal eine ganz interessante Sache, so zum Erwähnen. Wurde die Verbesserung abgebrochen oder konnte man das Labor nicht upgraden? Nee, die wurde einfach pausiert und die ist danach weitergelaufen. Oh. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Hatte man das Labor verbessert, musste aber warten, bis die andere Verbesserung dann erst fertig wurde. Ja, das in die Wartezeit kann ich mir vorstellen. Ja. So, damit wäre eigentlich alles erledigt, ne? Genau. Jo. Dann soll es das auf jeden Fall mit dieser Folge gewesen sein. Schaut bei dem guten Player Gaddon vorbei. Ja, auch an meine Abonnenten, falls ihr Playmatze noch nicht kennt, schaut doch vorbei, oben in der Beschreibung, ganz, ganz oben, der blaue Link ist es. Genau, und lasst natürlich auf beiden Videos einen Daumen nach oben und, Kommentare könnt ihr auch lassen, Abo natürlich auch nicht vergessen und, ja, man sieht sich. Jo, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.